sitzt Simin Tander. Die hat gerade ihr Konzert gespielt hier im UT Connewitz. Die ist Komponistin und Jazzsängerin und hier mit einem neu geformten Quartett, was heute Corona-bedingt nur ein Trio war. Aber es war trotzdem sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen, das Konzert. Vielen Dank. Wie war es für dich? Ja, ich bin noch so ein bisschen, ich bin noch nicht so ganz runtergekommen. Ich komme ja wirklich gerade so von der Bühne. Ja. Ich habe die meiste Zeit war ich glücklich. Ich kenne das so, dass man so aus dem Theater immer so fragt, wo hast du gelitten, warst du glücklich? Und ich war die meiste Zeit glücklich. Ja. Aber es war schon auch aufregend, weil es eben das erste Konzert war jetzt, das wir überhaupt seit einem Dreivierteljahr gespielt haben. Also das erste mit dem neuen Album, das gerade erschienen ist und dann auch zu dritt plötzlich anstatt zu viert. Aber es war schön, glaube ich. Aber schön, dass du glücklich warst, weil ich habe auch irgendwie so, also ich habe irgendwie auch so ganz viel Schmerz gefühlt. Ich weiß auch nicht, das hat mich irgendwie total berührt teilweise, weil auch irgendwie so viel Emotionalität und so, ein bisschen Schmerz auch irgendwie so dabei war. Also es war so meine Interpretation irgendwie. Ich kann natürlich zu dem Thema, kann ich natürlich total viel sagen. Ja, aber gerne. Also Schmerz ja auf jeden Fall ist das auch mit drin, aber ich verbinde jetzt, also für mich ist das Musizieren oder das Singen nichts, was ich in einem traurigen Zustand, also wenn ich auf der Bühne bin, bin ich nicht traurig. Und deswegen kann, so ein Schmerz wird dann transformiert eigentlich in eher in etwas, etwas Erlösendes oder auf jeden Fall etwas, was sich in etwas Gutes dann wiederum wendet. Also der Schmerz ist zwar da, aber es ist aber keine Negativität, die ich empfinde beim Singen. Also es ist eher so ein, vielleicht ist eher das Wort Sehnsucht besser. Also irgendwo ist da schon auf jeden Fall Schmerz da, aber es ist nicht etwas, dass ich auf der Stelle trete und diesen Schmerz irgendwie nicht rausbekomme, sondern es ist eher beim Singen wie so ein, oh, es kann alles da sein und es existiert alles nebeneinander. So. Du singst ja schon seit deiner Jugend und da wärst du auch fast mal abgebogen in die Pop-Richtung, richtig? Also du hättest auch fast irgendwie oder warst so, hättest einen Plattenvertrag unterschreiben können, hast es dann aber nicht gemacht zu dem Zeitpunkt. Warum bist du nicht in die Popmusik gegangen? Total einfach, weil ich immer gern improvisiert habe. Ja. Also es war, zu dem Zeitpunkt hatte ich sogar gar keinen Gesangsunterricht im Jazz, sondern nur klassischen Gesangsunterricht. Und habe immer gerne, ich habe alles Mögliche gesungen, aber ich habe damals schon gemerkt, okay, ich mag es gerne so mit Geräuschen was zu machen und Geräusche oder Dinge zu imitieren, die ich höre. Und da wusste ich, wenn ich jetzt Pop mache oder auch Klassik studiere, was meine damalige Lehrerin gerne wollte, dann könnte ich diese Freiheit nicht, oder hätte ich diese Freiheit nicht, das zu tun, was ich gerne machen möchte, nämlich improvisieren. Also das war so der Grund. Ich habe dann sogar so ein bisschen sowas gemacht, mal für den Produzenten, das war dadurch, entstand auch dieses Angebot mit dem Vertrag, war so ein deutschlandweites Casting, dann bin ich da ins Studio nach Hamburg und ein Song irgendwie einen ganzen Tag lang in einem oder nur an drei Zeilen gearbeitet und nee, mach mal ein bisschen mehr so. Die waren total nett und es war auch ein schöner Song, aber ich habe mich total unfrei gefühlt und dann, deswegen habe ich Nein gesagt. Frei bist du ja auch, hier ist übrigens eine kleine Katze, deswegen gucken wir manchmal hier runter. Frei bist du ja auch so ziemlich in deinen Texten und in deiner Sprache. Also du singst ja in Pashtu, in einer afghanischen Sprache, auf Englisch, auf Französisch und auch manchmal auf einer Fantasiesprache. Geht es dir um den Klang der Sprache oder geht es dir auch um eine Bedeutung der Sprache? Oder beides? Ja, total gute Frage. Also ich bin tatsächlich in erster Linie fasziniert von dem Klang der unterschiedlichen Sprachen. Ich habe auch während meines Studiums noch auf Hebräisch und Griechisch und was weiß ich noch alles gesungen. Und da fand ich es immer sehr faszinierend zu schauen oder zu fühlen, was macht jetzt diese Sprache mit meinem Gesang? Man benutzt
andere Resonanzräume, je nachdem, das merkt man ja auch, wenn man Englisch spricht, klingt man auch schon ein bisschen anders mhm. oder man zeigt irgendwie einen anderen Teil der Persönlichkeit. Und mit Pashto, also oder Afghani, es ist jetzt eine afghanische Sprache, ist es auch so, dass ich die gar nicht spreche, aber die wirklich so lautmäßig gelernt habe. Ich weiß natürlich, was ich singe und das fand ich schwierig, aber auch sehr spannend. Aber mir ist es trotzdem auch sehr wichtig, was ich singe. Deswegen die englischen Stücke, die ich singe, das sind ja dann meistens die Stücke, die ich selber texte, also ich texte ja auf Englisch. Das sind eher assoziative Texte, aber da ist es mir schon sehr wichtig, so dass man, vielleicht muss man die Texte nicht beim ersten Hören verstehen, aber die Texte sind auf jeden Fall wichtig für das Ganze. Also das ist, auch in einer anderen Sprache ist mir wichtig, was ich singe, aber das Erste ist die Faszination für den Sound. Mit einem neu geformten Quartett bzw. Trio hier und ihr bringt auch zusammen ein Album raus oder ihr habt das schon, das ist schon raus, Unfading? Ja, genau. Okay, und erzähl doch mal, wie ihr euch gefunden habt oder wer ist da überhaupt mit dabei? Gut, also wir haben jetzt ja nicht 2 Stunden Zeit, weil das ist so eine ganz lange Geschichte. Also ich fange mal an, gut, mit wer dabei ist. Also das Album ist seit einer Woche, also seit dem 9. Oktober draußen und auf dem Album spielt der Björn Meyer, der heute Abend dabei war, ein ursprünglich schwedischer E-Bassist, der in der Schweiz lebt, also E-Bass und Effekte. Dann der Samuel Rohrer, ein ursprünglich Schweizer Schlagzeuger, der in Berlin lebt. Und der heute nicht dabei war, der Jasser Hajjusef, der spielt ein ganz besonderes Instrument, nämlich die Viola d'Amore. Das ist ein altes Barockinstrument. Er ist Tunesier und hat auch im Iran und in Indien gelernt und bringt also so eine Farbe mit. Das fand ich eben total spannend, weil er einerseits so ein sehr barockes Instrument spielt, aber dann eben in so unterschiedlichen Kulturen gelernt hat, dass er das so sehr schön mischt, mit so einer ganz, hat eine ganz eigene Stimme. Also das Album hat somit auch noch mal einen anderen Sound oder nicht unbedingt anders, aber einen zusätzlichen Sound durch den vierten. Und also ich habe ganz lang mit einem niederländischen Quartett gespielt, 12 Jahre lang und habe dann eine Zusammenarbeit mit Todd Gustafsson angefangen aus Norwegen. Und mit dem Trio, also mit Todd Gustafsson und Jale Vespestad, da standen, waren wir auch hier im OT Konnewitz. Da hatten wir wirklich so viele, da haben wir über 100 Konzerte gespielt und es hat mich musikalisch so natürlich irgendwie beeindruckt und weiterentwickelt, dass ich gespürt habe, ich kann jetzt nicht mehr zurück zu meinem Quartett, ich muss jetzt was Neues machen. Und dann habe ich ganz lang gesucht und habe
dann irgendwann gespürt, vielleicht auch mal ohne Klavier, weil ich immer mit Klavier meine eigenen Stücke vertont habe. Und dann kannte ich eben Björn Meyer schon vom Sound her, der hat ein tolles Soloalbum gemacht und Samuel Rohrer auch. Und dann war das so eine Idee, dass er Bass sozusagen das Klavier ersetzt. Und dann stieß ich auf die Viola d'Amore über ein Album von Jan Gabarek. Jetzt wird es doch länger, wie du merkst, gleich. Und habe mich in diesen Sound des Instruments verliebt. Und so kam das dann vor nicht ganz 2 Jahren, haben wir uns das allererste Mal getroffen und dann das Album aufgenommen und noch erst jetzt heute das 3. Konzert gespielt insgesamt. Auf dem Album sind ja 15 Titel, wo der Text, sage ich mal, von Lyrikerinnen und Schriftstellerinnen ist. Warum hast du dich dazu entschlossen, nur weibliche LyrikerInnen, Schriftstellerinnen zu nehmen? Weil ich es zum einen total spannend fand, also zu schauen, was es so mit mir macht, ob es tatsächlich was anderes ist, wenn man jetzt Texte von Frauen, ich als Frau, Texte von Frauen interpretiert oder singt, spricht. Und es auch spannend für mich war, erstmal so zu suchen, welche Frauen finde ich denn jetzt so inspirierend. Und ich wollte eben auch jetzt nicht nur Schriftstellerin oder Dichterin aus einem Kulturkreis. Und ich fand das erstmal so eine ganz interessante Aufgabe für mich, aber so der, ich muss ganz kurz revidieren, so das, was so gezündet hat, war ein Gedicht von Sylvia Plath, das ich dann auch vertont habe, dass ich dabei gespürt habe, ich glaube, das, was mich dabei so berührt, ist auch so eine, was Weibliches in ihrer Art, wie sie schreibt. Und dann kam das Gefühl, das würde mich interessieren und dann fand ich es eben spannend, wirklich diese Frauen zu finden und dann auch pashtunische Dichterin zu finden und genau so kam das. Also es war wirklich eher so eine Gefühlsentscheidung, weil es irgendwie noch mehr resoniert wahrscheinlich, wenn es von einer Frau geschrieben ist, obwohl ich auch totale Rilke-Fan bin oder also nicht nur männliche Dichter schätze. Mhm. Aber es ist, aber irgendwie kommt dann noch was auf einer anderen Ebene vielleicht drüber, was mit was, wo ich spüre, okay, das spricht mich an. Still the waves give in, I unfold to what has been, unseize my sighs, find my breath between the line, movements abide. Zwei Stücke auf dem Album sind ja auch oder basieren ja auch auf Gedichten, die du geschrieben hast. Hast du die Gedichte schon vor längerer Zeit geschrieben und jetzt hast du gedacht, jetzt nehme ich sie mal in dieses Stück mit rein? Oder hast du erst die Musik gedacht und dann das Gedicht geschrieben? Oder wie verlief dieser Prozess? Ja, muss ich kurz überlegen. Tatsächlich ist es so, dass ich was ich nicht mache, ist, dass die Musik und der Text gleichzeitig entstehen. Das ist bei mir nicht so. Ich glaube, es war nicht bei allen, bei den beiden, jetzt 3 sind es eigentlich, war es nicht unbedingt der gleiche Prozess. Aber auf jeden Fall bei dem Titelsong zum Beispiel, Unfading, hatte ich schon mal so eine
Skizze schon Worte, aber nicht wirklich diesen fertigen Text. Und dann habe ich die Musik geschrieben, erstmal ohne einen, ganz lange bei Proben auch immer ohne einen Text zu haben gesungen. Und dann habe ich in meinem Notizbuch so geguckt und habe so gespürt, was sehe ich denn so oder was spüre ich denn bei dem Lied? Und stieß dann auf diese Worte, die dann letzten Endes zu dem Songtext geworden sind. Also ich schreibe eben manchmal auch einfach so, ohne dass es wirklich ein Songtext ist. Es sind ja auch keine typischen Songtexte. Und dann fügt sich das irgendwie zusammen. Also manchmal ist es auch ein Gepuzzle tatsächlich, weil wenn man die Musik schon hat, ist es immer ein bisschen müßiger, den Text danach zu schreiben, weil man ja ziemlich eingeschränkt ist. Aber ich finde das auch eine total spannende Herausforderung, dass ich trotzdem noch das sagen kann, was ich will, obwohl ich eigentlich jetzt schon den Rhythmus vorgegeben bekommen habe. Hm. Das war Semin Tandar. Dankeschön, dass du hier warst. Vielen Dank. Und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Leipzig. Dankeschön. Wie lange bleibst du noch? Nur bis morgen. Ja. Morgen früh. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und schlaf gut. Dankeschön.